Corona-Krise, Kurzarbeit. Muss der Arbeitgeber eigentlich einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld bezahlen? Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und habe vermehrt die Frage, ob Arbeitgeber eigentlich verpflichtet sind, Zuschüsse zu zahlen. Es gibt jetzt Arbeitnehmer, die hören jetzt von anderer Stelle, ja, der kriegt ja Zuschuss zum Kurzarbeitergeld. Ja, das ist natürlich schön. Warum kriege ich keins? Und dann muss man sagen, wenn das halt in einem anderen Unternehmen ist, dann kann man da sich auch nicht auf den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen. Es geht halt immer um den Arbeitgeber. Der muss allerdings seine Arbeitnehmer im Wesentlichen gleich behandeln, es sei denn, er hat irgendwie einen sachlichen Grund für die Ungleichbehandlung. Wenn der also seinen Arbeitgebern, der Arbeitgeber also seinen Arbeitnehmern Zuschüsse zahlt, dann muss er irgendwie begründen, wenn er da unterscheidet. Er muss Gruppen bilden und unterscheiden. Ja? Jetzt ist aber das ganz große Problem ja, dass viele schon Vereinbarungen unterschrieben haben und wenn da keine Ansprüche geregelt sind zum Zuschuss, dann wird das schwierig. Also sie haben dann auf jeden Fall, wenn das sich nicht aus dem Arbeitsvertrag, aus dem Tarifvertrag, aus einer Betriebsvereinbarung oder aus ihrer Zusatzvereinbarung, die sie freiwillig unterzeichnet haben, keinen Anspruch auf den Zuschuss ergibt, dann werden sie den auch nicht durchsetzen können, es sei denn, der Arbeitgeber zahlt den anderen. Dann könnte man es eben über diesen arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz probieren. Aber sonst wird es sehr, sehr schwierig. Wenn Sie Fragen haben, insbesondere zur Kündigung, können Sie gerne bei uns die Hotline nutzen, kostenlos, unverbindlich mit mir sprechen. Meine Mitarbeiter haben mich gebeten, immer darauf hinzuweisen, das gilt für Kündigung und im Arbeitsrecht, im Mietrecht können Sie das machen mit der Hotline. Aber Sie können da nicht Detailfragen zur Kurzarbeit stellen. Da müssen Sie die Videos gucken oder einen kostenpflichtigen Beratungstermin vereinbaren. Das sprengt hier unsere Kapazitäten. Ja, ich kann halt am Tag auch nur eine begrenzte Zahl von Gesprächen führen und ich führe die vor allen Dingen in den Kündigungsfällen mit den Arbeitnehmern, um gemeinsam mit ihnen zu entscheiden, ob sich eine Klage lohnt, was wir da rausholen können, welche Alternativen es gibt und so weiter. Und das nimmt halt eine gewisse Zeit in Anspruch. Da laufen wichtige Fristen, während die anderen Fragen in der Regel hier ja bei uns durch die einzelnen Videos auch abgearbeitet werden. Ich werde auch anfangen, wieder in den Kommentaren ein bisschen zu gucken. Im Moment haben wir so viele aktuelle Fragen noch immer auf dem Tisch, dass wir die erstmal hier abarbeiten müssen. Also ich bestimmt eine Woche lang habe ich hier noch Themen, die ich mit Ihnen besprechen will. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Ich freue mich über Daumen hoch. Aktivieren Sie gern die Glocke, dann bekommen Sie immer Nachrichten. Zweimal die Woche zum Thema Corona. Tschüss.